Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Heute unfassbar viele geile Informationen. Vieles, was ich über die letzten Tage schon vermutet habe, wurden jetzt endlich von Nexon bestätigt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem, was ihr hier seht. Es gibt ein neues Event, Frainas verschlüsselter Tresor. Da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen, was da für Belohnungen gibt und was es damit auf sich hat. Deswegen würde ich sagen, stapelt direkt ein, stacken nicht so viel. Nehmt euch ein kühles Getränk, weil da ist schon einiges auf uns zugerollt heute Morgen. Wenn ihr in Zukunft nächstes zu den 40 Cent verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da wird es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen richtig, richtig abgehen. Fangen wir direkt mit dem neuen Event an. Frainas verschlüsselter Tresorshop. Dafür müsst ihr auf die Nexon-Seite im Internet gehen und euch dort mit eurem entweder PlayStation-Account, Xbox-Account oder Nexon-ID anmelden. Und hier könnt ihr dann tatsächlich auch die Punkte sammeln. Es gibt unterschiedliche Missionen, die ihr jeden Tag abschließen könnt, um Punkte zu sammeln. Das Ganze geht 5 Wochen bis zum 31. Oktober, also richtig, richtig lang. Und je nachdem, wie viele Punkte ihr habt, könnt ihr dann in den verschlüsselten Tresorshop gehen und Sachen kaufen. Hier zum Beispiel Optimierungssperren kosten 7 Punkte, Fahrenswechsel kostet 1 Punkt. Und was ich ganz cool finde, ihr könnt hier direkt das erste Mal Waffen Nanoröhre, Synthetikwasser, Synchium und Waffenbauplan kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Bauplan gehe, kann ich von einem dieser Waffen, wenn ich 20 Punkte habe, mir einen Bauplan holen und der wird dann in mein Spiel transferiert. Könnt ihr einfach mal schauen und als Test, dass das wirklich funktioniert, werde ich meinen einen Punkt, den ich jetzt für den Login bekommen habe, mal gegen 200.000 eintauschen. Und dann wird der Gegenstand ins Spiel transferiert und im Posteingang kann ich das Item abholen. Auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es ein bisschen doof, dass man das in-game nicht sieht. Ich glaube, das haben viele Leute nicht so ganz verstanden. Ihr müsst auf Nexons Seite gehen. Ich werde euch den Link auf jeden Fall unten einmal markieren. Da müsst ihr einmal draufklicken, euch anmelden und dann könnt ihr hier die Mission jeden Tag abschließen. Lasst den Link vielleicht offen auf dem Handy und könnt ihr dann immer zwischendurch schauen, ey, wie viele Punkte habe ich. Alleine schon jeden Tag sich anzumelden, gibt immer einen Punkt. Das Ding geht über 4 Wochen, also 5 Wochen. Alleine dadurch kriegt ihr ja schon 30, 40 Punkte zusammen. Da könnt ihr hier auf jeden Fall das ein oder andere Schöne holen. Im Spiel selber könnt ihr jetzt bei den Infiltrationsinvasionen auch den Koop-Modus nutzen. Das haben sich ja viele gewünscht. Das habe ich mir auch gewünscht. Finde ich sehr, sehr cool. Ihr könnt jetzt eure täglichen 4 Missionen in einer öffentlichen Gruppe machen. Finde ich sehr cool und war auch überfällig. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich fand das sowieso doof, dass man Solo-Missionen gemacht hat. Gib einem die Möglichkeit, das zu machen, aber mach's nicht als Zwang. So sollte auf jeden Fall jeder von euch jetzt die Möglichkeit haben, Haley zu farmen. Ja, das ist alles, was jetzt reingekommen ist, aber wir haben so viele neue Informationen bekommen, was am 10. Oktober mit ins Game kommt. Ich hatte über die letzten Tage ja, wie bereits erwähnt, schon ein paar Sachen vermutet und hier wurden viele, viele Sachen jetzt auch bestätigt. Allem voran erstmal die neuen Module für Frainer und auch für Haley. Da werde ich euch einen Text auf jeden Fall einblenden, weil es ein bisschen komplizierter ist. Bei Frainer einmal Giftmischung, Frainers passive Fertigkeit. Das wurde ja vermutet, dass die passive Fertigkeit sich irgendwie ändern wird. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Das Ganze in Verbindung mit einem roten Modul. Frainers passive Fertigkeit ansteckende Verbindung wird zu Giftmischung geändert. Wenn dieses Fertigkeitsmodul ausgerüstet ist, löst es nach großer Anstelle von Raum 0 Trauma aus. Mit mehr Narkose-Stapel bei Gegner erhöht sich eure Schusswaffenangriff, wenn ihr auf sie schießt. Und bei maximaler Stapelhöhe erhöht sich auch noch die Crit-Rate der Schusswaffe. Sehr, sehr cool. Und dann nochmal Giftinjektion. Das finde ich tatsächlich ein bisschen cooler. Abwehrmechanismus wird zu Giftinjektion geändert. Giftinjektion verbraucht Ressourcen, um euren Schild wiederherzustellen und den Fertigkeitsstärke-Modifikator zu erhöhen. Außerdem wird Gegnern Korrosion zugefügt. Von Korrosion betroffene Gegner haben eine verringerte Giftwiderstand, wodurch sie anfälliger für Frainers Giftangriffe sind. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessanter für Bosse. Aber beides echt coole rote Module. Bin ich sehr gespannt, was da für Builds auf uns zukommen. Und dann gibt es noch 2 rote Module für Haley. Unterkühlte Kulpermunition. Die Verwendung der einzigartigen Waffe verringert den Schusswaffenangriff und die Feuerrate erhöht aber im Gegenzug den Schwachpunktschaden. Außerdem wird bei erfolgreichen Schwachpunktangriff euer Schild statt eurer MP wiederhergestellt. Die Erhöhung des Schwachpunktschadens nimmt beim Abfeuern der einzigartigen Waffe ab. Erhöht sich aber wieder bei erfolgreichen Schwachpunktangriff. Das wird also das rote Modul sein für die Ult. Und da gibt es noch Kryo-Cluster-Schuss. Der Effekt,
Der Effekt Kryonierung wird zu Kryogen geändert. Wenn er mit einer Schusswaffe einen von Kryogen betroffenen Gegner angreift, verursacht er zusätzlichen Flächenschaden bei Gegnern in der Nähe. Das macht dies zu einem nützlichen Fertigkeitsmodul für die Beseitigung gewöhnlicher Monster. Außerdem sind schon zwei neue Module reingekommen. Einmal Bio-Sink-Schild und einmal No-Huritid. Und am 10. Oktober kommen nochmal zwei neue Module mit rein. Beide leider hier noch auf Englisch, ich versuche es mal eben für euch zu übersetzen. No Retreat finde ich eigentlich ganz cool, weil das eigentlich für alle Charakter gut ist, die nichts mit ihrem Schild anstellen. Oder auch Charakter wie Ajax, die unfassbar viel Schild haben oder Kyle, weil ihr mit euren Fertigkeiten mehr Schaden macht, je mehr Schild ihr habt. Das Schild wird aufgebraucht wie Mana und dann wird der Schaden erhöht von der Fertigkeit und danach wird das Schild wieder zu 1,5% des maximalen Schilds wieder aufgebaut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Attack-Modul, was man nehmen kann, wenn man ein bisschen mit Schild rumspielt. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und dann haben wir nochmal Bio-Sync-Schild, was auch wieder was mit Schild zu tun hat. 17,5% des Lebens, die von einem Lebensorb regeneriert werden, werden das Schild regenerieren. Das habe ich sowieso auch immer nicht verstanden, wieso die roten Orbs auf dem Boden immer nur Leben wiederhergestellt haben und nie Schild, wenn man voll war und kein Schild mehr hatte. Das Ding hier wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr Schild bekommt, wenn ihr rote Orbs aufsammelt. Sehr, sehr cool. Zum Endboss, dem Todespirscher und auch zur neuen Waffe Frostwächter haben wir leider keine neuen Informationen bekommen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, ob der Boss solo machbar ist und wie man die Waffe bekommt. Ich gehe aber mittlerweile stark davon aus, dass die Waffe und der Boss, ja, genau wie der Friedensstifter zusammengehören und ihr die Waffe nur beim Boss farmen könnt und zusätzlich natürlich auch bei Eta 0, da komme ich später noch zu. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, Leute, das ist, glaube ich, das Krasseste eigentlich. Und das wird wieder dafür sorgen, dass ihr alle wieder aktiv werdet, genauso wie ich auch. Und zwar gibt es jetzt Infiltrationen mit einer, ja, höchsten Schwierigkeitsstufe von 400%. Wir hatten ja bislang, also erstmal war es so, bevor das alles geändert wurde, konnte man selber random bis auf 250% hochkommen. Das wurde ja abgeändert. Jetzt gibt es ja verschiedene Stufen. Einmal 100%, einmal 150% und einmal 250%. Und da wird es dann noch eine vierte Variante geben mit 400%. Das Ganze könnt ihr natürlich auch dann im Koop spielen. Und in diesen 400% sind die Gegner nicht einfach schwerer, sondern auch viel, viel, viel mehr. Ich werde euch einfach mal hier oben ein paar Videos abspielen lassen. Es sind unfassbar viele Gegner. Es gibt viel, viel, viel besseren Loot und wird, glaube ich, richtig, richtig nice. Habe ich unfassbar Bock drauf. Und diese 400% Dungeons sind auch nicht ganz unwichtig, weil nur dort bekommt ihr eine Währung, die ihr braucht, um bei Eta 0, dem Händler, einzukaufen. Und jetzt, Leute, kommen wir zu dem Herzstück, glaube ich, vom 10. Oktober, Eta 0. Also meine ganzen Vermutungen aus den letzten Videos sind gar nicht so falsch gewesen. Eta 0 wird jeden Freitag bis Sonntag, Uhrzeiten stehen noch nicht fest, bei uns sein. Das kann je nach Zeitzone natürlich auch ein bisschen variieren, aber es ist immer Freitag bis Sonntag, dass Eta 0 bei uns ist. Und Eta 0 wird immer einen begrenzten Vorrat an Items haben, die ihr kaufen könnt. Ihr könnt also nicht sagen, ey, ich will heute bei dir unendlich viel Gold kaufen. Nein, das ist immer endlich. Also das, was er mitbringt, ihr habt einen Shop von 10 Teilen, dann könnt ihr nur diese 10 Teile kaufen. Damit einhergehend könnt ihr auch nicht alles, was ihr habt, auf einmal verkaufen. Der nimmt immer nur eine bestimmte Anzahl an Teilen an. Also es ist wirklich so, dass ihr eure Kernmaterialien bei Eta 0 verkaufen könnt, aber halt nicht auf einem Schlag alles, was ihr gerade habt, sondern nur eine bestimmte Menge. In seinem Angebot gibt es Nachfahrenbaupläne, Waffenbaupläne, Materialien, Inventarerweiterungen, Leute. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Farben und noch mehr. Und wie gesagt, um diese Sachen zu kaufen, braucht ihr einerseits die Währung aus den Infiltrationen, als auch die Währung, die ihr bekommt, wenn ihr eure Kernmaterialien bei Eta 0 verkauft. Das Ganze nennt sich Standard- und Premium-Eta-Gutscheine. Alles in allem habe ich übel Bock auf den 10. Oktober. Und dann kommt auch noch ein Halloween-Event. Ich hatte das ja schon gecallt, dass wir ein Halloween-Event bekommen. Und so ist es auch. Ich meine, es war auch obvious. Wir haben heute den 26., wo ich das aufnehme. Heute wäre ja eigentlich Update 2 gekommen. Und heute kam Freynas Tresorejagd, oder wie sie es genannt haben. Und am 30. wäre ja das nächste Update gekommen. Und da wäre dann Halloween gekommen. Und so kriegen wir das Ganze jetzt auch, aber halt ohne diese zusätzlichen Updates.
Und ja, Halloween in Albion finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es da nochmal ein extra Event gibt zu dieser Jahreszeit passend. Sowas mag ich allgemein immer in Spielen, wenn es sowas gibt. Zu dem Event selber wissen wir noch nichts, aber Albion wird ein anderes Erscheinungsbild haben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir natürlich irgendwelche Event-Missionen haben, irgendwas verdienen können. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir da neue Informationen bekommen. Aber bis Halloween dauert es ja auch noch einen Monat. Jetzt noch ein paar Sachen, die so noch nicht bekannt waren. Also erstmal gibt es Änderungen zu Sondereinsätzen. Gerade die Ressourcenverteidigung wird aktuell nicht so viel gespielt. Die soll wohl spannender gemacht werden, attraktiver gemacht werden, so dass wir das auch spielen werden. Das heißt, Monsterdichte und sowas geht nach oben. Und es gibt eine große Änderung zu den Reaktoren. Reaktoren waren bislang sowieso auch immer so ein Thema, was nicht so ganz geil war. Ich wurde schon oft gefragt, ey Lou, wieso haben wir eigentlich keine Möglichkeit, die beiden Stats unten, die Sonderstats, auszutauschen beim Reaktor? Und sowas ähnliches kommt jetzt rein, nicht ganz so, aber wenigstens so ähnlich. Und zwar könnt ihr jetzt einen Ultimate-Reaktor, den ihr schon habt für eine bestimmte Waffe, auf einen anderen Reaktor transferieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade einen Reaktor habt für den Friedensstifter zum Beispiel, und der ist perfekt, aber eigentlich braucht ihr einen Reaktor nicht für den Friedensstifter, sondern für durchdringendes Licht, dann könnt ihr die Stats von dem guten Reaktor übertragen in den Reaktor, den ihr haben wollt mit der richtigen Waffe. Und das ist auch ganz gut, das Ganze geht dreimal, das heißt, ihr könnt am Ende einen Reaktor haben, wo ihr switchen könnt, welche Waffe ihr gerade nutzt. Das war, ist auch gut fürs Lager, ich habe auf dem Lager aktuell schon 10, 12 unterschiedliche Reaktoren für verschiedene Waffen, für verschiedene Charakter, und da macht es natürlich Sinn, dass man nicht, ja, ein bisschen weniger Reaktoren hat. Es ist schon immer noch so, dass ihr da nur drei Waffen drauf haben könnt, aber lieber drei Waffen in einem Reaktor als drei Reaktoren auf der Bank zu haben, und auch das Farming fällt ein bisschen weg. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das mit reinkommt. Und das war es tatsächlich, Leute. 10.10. ist nicht mehr lang hin, 2 Wochen noch. Ich habe unfassbar Bock. Wenn ihr das verpasst wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen und auch auf Twitch reinschauen am 10.10. Da werde ich mir das Update auf jeden Fall reinziehen. Da bin ich ja dann auch in meinem Sabaton. Da werde ich mir sehr, sehr, sehr viel 400% und Ethanol anschauen. Habe ich ultra Bock drauf. Ich hoffe ja auch. Und würde sagen, Leute, lasst ein Like auf dem Video da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.